das ist Karl Dohner, der einen super anspielenden Kreis bekommt. Max Bergs, der Ball ist noch heiß. Legt erst nochmal oben auf. Finlang Heinrich jetzt die Flanke. Und das ist frei im Mittelfeld. Zieht jetzt vier Leute auf sich. Bricht das Dribbling ab. Jetzt kommt der Ball in den Kreis. Das ist jetzt eine Chance. Karl Dohner holt sich dann den Ball zurück. Spielt ihn jetzt in den Kreis. Wird der Schiedsrichter wahrscheinlich jetzt nicht geahndet, der Stockfoul. Und jetzt gibt es eine kurze Ecke. Es gibt jetzt die kurze Ecke, die erste in diesem Spiel nach knapp 3 Minuten Spielzeit. Wir sehen hier nochmal im Replay. Braunschweiger versucht erst den Ball mit der Rückhand rauszulegen. Dann gab es wohl meiner Ansicht nach einen Stockfoul. Am kurzen Pfosten Ben Marquardt, am Langpfosten Jan Liebau, der bekommt jetzt auch den Ball. Und da steht es 1-0 für den DSD. Souverän, halb hoch. Nicht ganz so hart der Schuss, aber doch platziert. Wir werden es in der Wiederholung nochmal sehen. Also der DSD geht hier nach 3 Minuten in Führung. Der Ball wird lang rausgegeben. Jan Liebau, Max Bergs, das gibt die nächste Strafecke. Also gleiches Setup wie eben. Der Ball wird jetzt wahrscheinlich nochmal langkommen. Verstoppt leider von Lukas Muter. Der hat jetzt noch trotzdem die Chance zum Torschuss. Und es gibt aufgrund Schiedsrichter... Und wie gesagt, Ecke Teil 2. Kurz rausgegeben. Ben Marquardsen am Schuss. Und der geht links neben das Tor. Ist ihm auch etwas abgerutscht, der Ball. Inse Hilgers. Der DSD jetzt hier mit der nächsten Chance. Ben Bockhoff. Den trifft er nicht gut. Schlag auf dem rechten Fuß. Das wird es ein Pfiff geben für Braunschweig. Sieht er anders. Max Bergs jetzt hier. Jetzt gibt es die Chance. Nino Menzel muss er ablegen. Ey, das ist zu spät. Den muss er direkt ablegen. Wirtschaftswetter. 12 Grad. Ab und zu mal ein Schauer. Super Ball jetzt hier. Super Ball. Das ist Nino Menzel, den Ball da von Lukas Muth. Super, Ben Marquardsen im Dribbling jetzt. Das ist der Fuß und das gibt die Strafecke. Ja, das machen sie gut. Vielleicht sollten wir versuchen, ein bisschen auf die Strafecken heute zu gehen. Wir sehen es ja auch nochmal in der Wiederholung. Ganz klare kurze Ecke. Aber der DSD sollte ein bisschen versuchen, heute vielleicht über die Strafecken hier ins Spiel zu kommen. Aber es wird wieder doppeltes Pärchen gestellt. Kurz auf Niklas Schickenberg. Ben Marquardsen am Schuss. Der rutscht wieder ab. Max Bergs, das muss jetzt das 2-0 sein. Das ist es. Das ist es. Max Bergs erhöht auf 2-0 nach 16 Minuten. Der Ball war wieder abgerutscht zuerst. Hatte da nicht die gewisse Härte. Ben Marquardsen flach dann. Torwart pariert zuerst gut, lässt ihn aber in die Mitte abprallen und dann Max Bergs auf dem Rebound dreht sich raus und schlänzt den Ball über den Torhüter. Hier ist jetzt wieder im Druck hier. Moritz Fleck jetzt am Kasten. Jetzt muss er rechts spielen. Bjarne ist ganz frei. Super gespielt. Ja, das ist es. Das ist ein tolles Tor. Das ist ein tolles Tor. Jetzt konnten sie echt mal hier ihr Hockey zeigen. Super Konterhockey, 2-3 Pässe und ins Tor gelegt. Solche Tore sehen wir natürlich sehr gerne. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung. Also Moritz Flecke, der da den abgefangenen Ball im Doppelpass mit Ben Marquardsen war. Der Moritz Flecke läuft rechts mit. Er guckt auch rüber. Nee. Aber jetzt muss die Ecke kommen. Konrad Rehns, Schuss, gehalten. Jan Liebau fängt jetzt diese Befreiungsschlag ab. Super Ball, Kalduna, aber der nimmt den, versucht ihn mit der Vorhand da anzunehmen. Hier mit den jeweiligen Trainern haben. Super Ball, jetzt Lukas Muth, Ben Marquardsen, das muss. Was pfeift denn jetzt? Kreuzung? Gucken wir nochmal, ob wir eine Wiederholung haben. Lukas Muth, ne, der hat dann, da hat er die. Da fehlt ihm ein gutes Dribbling, jetzt muss er Max Bergs sehen. Super Ball. Das muss es sein. Das ist es nicht. Da ist er. Max Bergs legt jetzt rüber, aber wieder ungenau. Und ihr seht, es ist. Muss er rauspfeifen. Muss er rauspfeifen. Hat er nicht gesehen, der Schiedsrichter. Ich werde gleich auflösen. Das Spiel läuft. Und super Pass, der Braunschweiger. Vorteil. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt müssen sie mal was holen da. Blockschlag eigentlich gesehen. Also müssen vielleicht mal versuchen, die eine oder andere Ecke zu holen. Und dann auf die Fahrlässigkeiten der DSD weiter hoffen. Außer Ben Marquardsen sorgt jetzt hier mit seinem Konter für das nächste Tor. Ben Bockhoff spielt es wieder auf Ben Marquardsen. Tor. 4-0. Ja, das sind die Konter, die die Trainer sehen wollen. Gewartet, den Verteidiger
zu einer Entscheidung gezwungen. Und dann ist das Ben Marquardsen, der sich das Tor quasi selber vorbereitet hatte, links auf Ben Bockhoff abgelegt hatte, den Ball wiederbekommen hat. Und den Kreis, Max Bergs holt aus, schlägt, Torwart hält. Jetzt hier wieder, bringt jetzt den Ball in den Kreis an langen Pfosten. Max Bergs kommt nicht ganz ran. Im DSDR-Besitz. Nino Menzel macht das super. Und der andere Schiedsrichter zeigt es seinem Kollegen an. Pfosten meiner Meinung nach kommen. So ist es auch. Jan Lieborg bekommt den Ball und der Torwart hält. Der Rest alles ausschließlich 2003. Weil es war nicht geplant, dass er hier so lange durchgeht auf Ben Marquardsen, der jetzt mit einem Schlag in den Kreis und das gibt Fuß, genau, richtig. Doch nicht, Ecke. Das müssen wir uns nochmal in der Wiederholung ansehen. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass Finlay Heinrich den Ball an den Fuß bekommt. Finlay Heinrich wundert sich trotzdem und sein Kollege sagt es ihm dann von der anderen Seite und zeigt jetzt hier die kurze Ecke an. Natürlich eine super Gelegenheit, hier das Spiel auch zu verfolgen. Doppelpärchen wiedergestellt, kurze Ecke rausgegeben, Jan Liebau, Tor. Das war jetzt mal ein Schuss, der nicht abgerutscht ist. Niklas Schickenberg stoppt das Ding da lang und Jan Liebau mit einem Strahl unten rechts ans Brett. 5-0 für den DSD. Das Ding sollte jetzt hier durch sein. Man sieht es hier nochmal in der Wiederholung. Ja, schöner Schuss. Lini Mann hat auch nichts mehr auszurichten da. Chance jetzt und das gibt die kurze Ecke. Das passiert auch so. Der schießt auch direkt und super gehalten vom Torwart. Konrad Rehns ist jetzt am Ball. Ben Marquardsen gut gespielt. Das muss langlegen, 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 langlegen. Sieht Moritz Flecke nicht. Versucht hat, die SDR laufen nicht gut. Jetzt muss er lang spielen, Moritz Flecke. Jetzt spielt er auf Ben Marquardsen. 7 gegen 3. Das muss jetzt ein Tor sein. Ah, er rutscht der Ball ab. Niklas Schickenberg versucht. Konrad Rehns bekommt das Anspiel von Felix Besen, geht jetzt in den Kreis. Tor. Kein Tor, kein Tor, kein Tor. Gegen 3. 4 gegen 3. Macht er super, das macht er gut. Nee, war nix. War nix, war nix. Vor und ab, holt den Ball wieder, aber kriegt jetzt den Freischlag hier noch. Gut gespielt, jetzt kommt ein Schlag. Gut gehalten, klasse Schlag. Viel lang Heinrich jetzt mit dem Schrober in den Kreis, Flanke. Max Bergs verstoppt ihn. Super gespielt. Strafecke für den DSD. Also, nach der Braunschweiger Auszeit jetzt hier die Strafecke für den DSD. Super Doppelpass gespielt, da über die rechte Seite. Wiederholung hier nochmal. Und Finlay Heinrich holt dann hier lange Ecke raus. Marquardsen ist auf einen kurzen Schuss. Tor. Also, der Ball kam raus. Nino Menzel ist der Torschütze. Wir werden jetzt die Wiederholung hier sehen. Kurz rausgegeben auf Ben Marquardsen. Niklas Schickenberg stoppt, gut geschossen, der Torwart hält. Der Ball geht an den Pfosten und Nino Menzel. Vollendet. Jetzt auf Finlay Heinrich, der flankt in den Ball, in den Kreis. Und Moritz Flecke hat jetzt die Chance. Und da gibt es die kurze Ecke. Da gehe ich sehr stark davon aus, das passiert jetzt auch. Kurzer Pfosten, Schuss und Abgefahr. 11 Uhr Anpfiff, Spiel um Platz 3. Braunschweig gegen den Verlierer vom zweiten Halbfinale. Das zweite Halbfinale seht ihr gleich hier auch im Anschluss. Wird bestritten von, es gibt hier nochmal eine kurze Ecke, wird bestritten von dem TSV Mannheim und SC Frankfurt 80. Und dann morgen um 13 Uhr, kurze Ecke, der Ball wird vielleicht nochmal rausgeben auf kurze Pärchen. Ja, harte Rausgabe jetzt und super Torschuss. Das ist Ben Marquardsen gewesen, der zum 7:0 für den DSD erhöht. Konrad Rehns stoppte da den Ball. Super Rausgabe. Jetzt fängt sie etwas stärker an zu regnen wieder und dann flach unten links. Keine Chance für den Torhüter. Und jetzt wird es 8:0 stehen. Ne! Die Frankfurter Jungs, die sich jetzt auf dem Nebenplatz warm machen.
Also wie gesagt, im Anschluss gleich hier das zweite Halbfinale. Jetzt fällt das 8:0. Reingestochert. Max Bergs ist der Torschütze. Schiri hat gerade eine Unterbrechung gepfiffen. Könnte sein, dass es jetzt entweder eine Karte gibt oder Gästen aus Braunschweig hier. Sucht die Kamera. Ja, Uli filmt uns. Ja. Also, wir müssen ein bisschen nach hier rüber gehen, glaube ich. Also, ich habe jetzt hier Carsten Ahlisch, Trainer der Braunschweiger. Carsten, hast du ein paar Worte zum Spiel für uns? Ja, relativ klar gewesen, das Spiel, denke ich. Und ja, DSD, die klar bessere Mannschaft, und hat uns mal gezeigt, wie man so ein Hockeyspiel spielen kann. Am Ende waren sie ein bisschen fahrlässig, glaube ich, auch mit ihren Chancen. Aber ja, uns hat Spaß gemacht, da gegen so eine Mannschaft spielen zu dürfen. Und da haben wir jede Minute genossen. Und morgen haben wir nochmal ein tolles Spiel und das nehmen wir auch mit. War natürlich auch ein bisschen undankbar hier natürlich in der Konstellation beim sozusagen deutschen Meister auf dem Feld und in der Halle die Zwischenrunde anzutreten. Aber ich habe euch auf jeden Fall auch gelobt. Habt da, glaube ich, in der ersten Halbzeit, der DSC war natürlich ein bisschen fahrlässig, aber habt ihr im Kreis eigentlich relativ gut verteidigt. Und ja, ist natürlich schwer, bei dem Pausenrückstand nochmal zurückzukommen. Was nehmt euch für morgen vor? Also Finale habe ich, anderes Halbfinale habe ich eben schon gesagt, ist Mannheim gegen Frankfurt gleich. Ja. Habt ihr irgendwie irgendeinen besonderen Plan oder gibt es irgendwelche Ziele? Ach, wir sind ja nur mit drei Älteren hier, also das ist ja der junge Jahrgang. Wir haben, ja, wenn dann unsere A-Knaben, die gerade auch beim DHC spielen, nächstes Jahr wieder zusammenspielen, dann sind wir mit Sicherheit auch ein bisschen schlagkräftiger, als wir dieses Jahr sind. Aber es ist egal, wer kommt, ob jetzt Frankfurt oder TSV Mannheim kommt. Das sind Spiele für uns, die wir genießen, weil es toll ist, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und jede Minute bringt auch jedem was. Auch, das klingt ein bisschen blöd, wir haben 8:0 verloren, aber die Jungs sind schon im Spiel besser geworden, weil das Tempo höher ist, als wir es normal gewöhnt sind. Und insofern, ja, wir hatten uns eigentlich noch, hatte ich gehofft, dass es ein bisschen mehr regnet, als es jetzt erst am Ende getan hat. Es wäre nochmal gut für uns gewesen, ja, dann wäre der Platz noch schwieriger zu bespielen gewesen, als er schon zu bespielen war. Also was Besonderes nehmen wir uns nicht vor. Wir gucken auf uns und es ist eigentlich egal, wer kommt. Und dann versuchen wir da morgen nochmal ein Tor zu schießen. Okay, dann danke ich dir fürs Interview. Trotzdem mal Glückwunsch zum Erreichen der Zwischenrunde und auch viel Erfolg für morgen. Danke, ja, danke dir. Danke. Grüße dich. Also Glückwunsch erstmal zum 8:0-Sieg hier. Ja. Zum Erreichen des Viertelfinals sozusagen. Hab dich natürlich schon im Spiel wahrgenommen. Warst wahrscheinlich mit der Chancenverwertung zwischenzeitlich nicht so zufrieden. Hast du dennoch ein paar Worte für uns? Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wir haben das eigentlich ganz gut gespielt. Die erste Halbzeit viel Struktur gehabt. Wie du schon richtig sagst, einiges liegen lassen. Aber trotzdem gehen mit einer 4:0 Halbzeitführung rein, lassen von sechs Ecken, glaube ich, zwei auch nur gemacht. Da ist noch Luft nach oben für morgen. Und aber trotzdem war das von der Struktur in der ersten Halbzeit, denke ich, richtig gut. Totale Dominanz. Ich glaube, der Gegner hat im ganzen Spiel nicht einmal aufs Tor geschossen, keine Ecke gehabt. Zweite Halbzeit war dann deutlich weniger, aber haben wir auch ein bisschen, also haben wir im Prinzip komplett so ein bisschen die Orientierung, Plan verloren, war ein bisschen Tischtennis dann. Mhm. Aber ist halt auch schwer, wenn du dann 4-5-0 führst, du weißt, das ist morgen noch ein schweres Spiel in Knochen, dann ist das ein bisschen so dahin geplätschert. Aber insgesamt bin ich komplett zufrieden. Wenn du hier 8:0 im Achtelfinale gewinnst, dann ist das schon gut. Kann man natürlich nur zufrieden sein. Ich habe eben schon gesehen, dass du den einen oder anderen Spieler etwas früher ausgewechselt hast. Ich habe den Leuten an dem Bildschirm schon erzählt, dass die Jungs hier letztes Wochenende auch ein straffes Programm hatten. Jetzt haben wir hier gleich das zweite Halbfinale. Frankfurt 80, Hessen 2 gegen TSV Mannheim. Hessen 1, genau. Das wird wahrscheinlich ein sehr spannendes Spiel. Hast du einen Favoriten? Nee, ich habe keinen Favoriten. Ich glaube, das wird wirklich auf Messerschneide ganz eng. Beides Mannschaften, die hier um den Titel mitspielen aus meiner Sicht. Also ganz ernstzunehmende Kandidaten. Haben wir ein sehr, sehr schweres Los hier bekommen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass einer von beiden ausscheidet und wir dann morgen gegen den anderen antreten müssen. Muss noch sehen, wie wir mit den Kräften haushalten. Der Franz-Schmitz-Pokal letzte Woche mit den drei Spielen an einem Tag war totaler Wahnsinn. Ich merke, dass jetzt auch die ersten Blessuren kommen. Ich bin auch super verärgert nach wie vor darüber, über diese Veranstaltung da. Aber kann man jetzt nicht mehr ändern, müssen wir durch. Und gucken, dass wir morgen nochmal alle Kräfte sammeln, dass wir dann hier das Spiel gewinnen und dass unser Saisonziel erreichen, Endrunde nächste Woche in Bad Dürkheim. Alles klar, Holger, dann danke ich dir fürs Interview und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Viel Erfolg für das morgige Spiel. Ja. Und an euch, liebe Zuschauer, jetzt natürlich nochmal die Erinnerung. Ihr habt es jetzt schon mehrfach gehört, aber morgen dann um 11 Uhr das Halbfinale. Ne, nicht das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 natürlich. Und um 13 Uhr das Finale dann. Der Gegner vom DSD entscheidet sich jetzt gleich.
in diesem Spiel, im zweiten Halbfinale. Frankfurter Jungs und die Mannheimer Jungs machen sich hier schon warm. Die eine oder andere Fahne wird auch schon aufgehangen. Und dann verabschiede ich mich vorerst erstmal. Wir sind raus? Okay, alles klar.